Der zweite Tag bei JTF Schnee, Sonne, Kälte und vor allem gute Laune. Die Teilnehmer von Jugend trainiert für Paralympics im Schwerpunkt geistige Behinderung trotzen heute im Skistadion Wittenbach der unerbittlichen Kälte. Und zwar mit ihrer Lieblingsdisziplin, Skilanglauf. Im freien Training konnten sich die Schüler und Schülerinnen nicht nur warm halten, sondern auch das Gefühl für Schnee und Ski zurückerlangen. Verständlich, dass es hier auch zu dem ein oder anderen Ausrutscher kommen kann. Doch es ist noch kein Meister vom Ski gefallen, also aufrappeln und weitermachen. Nach einigen Eingewöhnungsrunden auf der Langlaufstrecke war es dann Zeit für die Klassifizierung. Also beim Bundesfinale Jugend trainiert für Paralympics im Schwerpunkt geistige Behinderung, da gehen heute 27 Kinder an den Start. Wir haben jetzt heute die Klassifizierung, das heißt die Einteilung in leistungsgleiche Gruppen und gehen dann morgen in den Einzelwettbewerb und am Mittwoch in die Staffel. Also wie gewohnt eine Menge Programm, auf das ihr euch in den nächsten Tagen freuen könnt. Und ihr wisst ja,